Willkommen zu einem ganz besonderen Let's Play und zwar für mich besonders. Jeder kann sich zurzeit die Demo von XCOM Enemy Unknown laden. Seit heute, beziehungsweise gestern dementsprechend, weil das Video von YouTube freigeschaltet wird. Und für mich ist es einfach ein super geiler Moment, weil ich bin aufgewachsen damit, mit UFO Enemy Unknown früher. Und habe das halt 1994 bis noch Jahre darauf gespielt und ich zock's jetzt noch immer manchmal und habe auch mir bei Steam irgendwann dann nochmal das UFO-Pack gekauft, obwohl ich UFO Original schon besitze. Aber ich weiß nicht, bei Steam hatte ich es dann auch nochmal drin, mit der DOS-Box direkt verknüpft, habe es auch nochmal gezockt bis zum Erbrechen und deshalb ist das jetzt hier so mein Mecker. Ich habe mich extra beeilt, um nach Hause zu kommen, obwohl heute wirklich alles eigentlich schief ging, lang auf der Arbeit. Das Patenkind hatte von mir heute auch Geburtstag, da musste ich noch vorbei und aber jetzt habe ich die Zeit, mir das Spiel anzugucken und ich bin schon richtig heiß. Jetzt will ich nicht viel drumherum machen und einfach die Demo starten und gucken, was uns erwartet. Ich habe schon Gänsehaut. Nein, nicht hingehen, da kommt ein iPod raus. Oder Steve Jobs. Hallo, Commander. Angesichts der Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Und dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. Ja! Ganz hat nichts gesagt. Aber es ist so geil. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. Berlin, Deutschland. Kann es schöner sein? Beurteilen Sie die Lage und an der Einschlagskanne finden Sie den deutschen Spätrupp, untersuchen Sie die ausländischen Objekte. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Ja, die wissen halt, dass es in Deutschland am schwersten ist. Diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen. Ich starte einfach die Mission, weil das Blabla interessiert mich nicht so sehr, sondern ich möchte endlich die Objekte sehen haben. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Ich habe schon gelesen, dass die erste Mission eigentlich komplett vorgespielt wird. Weil es halt eine reine Tutorial-Mission ist. Da sind sie. Die harten Sauhunde vom XCOM-Kommando. Alles verstanden, Central? Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar.
Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. Okay, ich sehe schon eine Sache, die mich direkt stört. Okay. WASD kann ich natürlich die Kamera bewegen, aber... Es wurde gesagt, dass auf der PC-Version die Möglichkeit besteht, rein und raus zu zoomen. Ist schon mal in der Demo nicht vorhanden, weil die wollten von der Konsole weg. Gut, jetzt zu dem Fahrzeug in der Okay, Nähe. Man kann sich zweimal bewegen. Immer mit Rechtsklick. Ja, lauf. Also du, jetzt du. Los, zu den Trümmern. Ich kann übrigens nirgendwo anders dieses im Moment hier hinklicken. Sondern muss halt immer wieder dahin laufen, wo er mir gesagt, man sieht das ja auch an den roten Feldern. Was man schon vorher wusste, die Schilder zeigen an, wie gut mein Soldat in Deckung ist. Dann merkt man ja gerade, man kann zweimal laufen, beziehungsweise... Hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger. Es ist sogar ein authentisch deutsches Nummernschild. Genau, ab zum nächsten Fahrzeug. Weil ich sagen wollte, ihr Soldat kann zweimal laufen. Das sieht man hier am inneren Kreis und am äußeren Kreis. Oder geht das jetzt ein? Das werden wir dann sehen. Und kann entweder oder einmal laufen und feuern oder feuern und laufen. Was zum Teufel? Was ist los, Delta V? Bericht. Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie eine blutige Textur, die sehr pixelig ist am Wagen. Das ist jemand anders. Dr. Wahlen, was sagt er? Er sagt: Hilfe. Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb ein... Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Ein Soldat kann über große Entfernungen spurten. Das verbraucht beide Bewegungen und beendet den Zug. Okay, dann spurte mal nach vorne. Vorne übrigens sehr schön zu sehen, die Action Cam. Ab in die nächste Deckung. Hier ist jede Menge Blut. Roger, sieh nach, wo es herkommt. Klar. Ich guck immer nach, wo es herkommt. Sandra, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht also aus, lippensynchron als ist das ja noch nicht. Tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt. Sir, Aliens! Aliens! Zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Ja, und vor allem Ding, man muss jetzt vorstellen, ich schicke hier den, ich glaube es ist den Russen, schicke ich einfach mal an diese Alien-Kapsel, die aus dem Weltall runtergefallen ist. Bitte melden, Soldat. Wo diese Logik ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach so, weil er nachgucken soll. Ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Roger. Ja, ein Satellit wäre auch wahrscheinlich verglüht, mein netter, freundlicher Russe. Aber vielleicht ist die Japanerin ja auch etwas schlauer. Die spurtet jetzt hier vorne zum schönen grünen Polizeiauto, die es ja gar nicht mehr gibt. Okay, eigentlich sind alle Polizeiautos inzwischen dunkelblau. Aber es hat wahrscheinlich noch keiner mitbekommen. Da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. Ich überprüfe das Fenster für dich. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Cool, er geht durchs Fenster. Geile Scheiße. Delta 2, die Tür ist im Weg. Weg damit. Verstanden. Und der tritt jetzt die Tür wahrscheinlich auf in Action Cam. Bam! Geile Sau. Aber dafür hat man den Russen ja auch mit. Und siehst du was? Ein Alien oder sowas? Genau, Hilfe. Geh nicht dran, der hat eine Granate in der Hand. Hallo? Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Knall ihn einfach ab. Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Ah, meine Japanerin ist auch noch, also meine Frau der aufgehenden Sonne. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Ist auch noch mein Doktor. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Augen offen halten. Mir gefällt das nicht. Richtig, mir gefällt es auch nicht. Er ist so im Schatten.
Er wird wahrscheinlich schon zu einem Außerirdischen umgewandelt. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Ja, der Russe, der geht da wieder dran. Der ging schon an die Alien-Kapsel, der geht auch sofort an den Typen dran. Dann macht der Party mit dem. Der tanzt jetzt mit dem. Das ist aber eine ganz schön große Granate. Oh Gott. Der hat diese neuen Kontaktlinsen. Du bist aber ein hässlicher Sektoid. Und mein Russe ist tot. Am Boden. Delta 1 ist am Boden. Muss ich sterben? Werden alle meine Leute sterben? Was für eine frustrierende Startmission. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen zum Feuern. Enter taktischer Kampf. Aha. Also entweder feuern oder Zielverschlechterung auf den ersten, der sich in einem Sichtfeld bewegt. Okay, ich kann eine Granate schmeißen oder ich kann den Deckungsbonus verbessern. Aber ich glaube, ich sollte einfach mal feuern. Ich hoffe, dass dieses Auswahlmenü nicht weiterhin so bleibt, weil das ist sehr konsolen-like. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Genau. Jetzt wirf deine Granate auf den Feind vor dir. Ich will mal nochmal erwähnen, es ist der Russe gestorben. Und der Schwarze ist auch gestorben. Der Überpigmentierte. Wo ich dann auch schon denke, hallo, geht's noch? Dann schmeißen wir mal die Splittergranate. Friss das! Haha, mit Bouncing! Bereit machen für ihren Gegenangriff. Vorsicht, Delta 4. Da blieb nicht mehr viel übrig. Verdammt. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Genau. Rodriguez. Eine Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer. Rodriguez, mach ihn platt. Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Jetzt wird er erschossen. Na, ah, doch nicht. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. Was sind das für Wesen? Sie sehen aus wie Science-Fiction-Wesen. Aber zuerst fliegen wir heim. Ah, okay, man hat keine freie Stützpunktwahl. Ja, ich denke mal, dass Labore. Verstanden. Wir kommen nach Hause. Ah, cool. Wir sind dann in Deutschland sogar stationiert, wenn wir Europa nehmen. Früher konnte man ja noch den Stützpunkt frei bestimmen, wo. Rodriguez ist bestimmt voll locker jetzt. Drei Kollegen erschossen. Scheiß drauf. Sie. Woraus auch immer, sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn sie sich jetzt entschuldigen, der Kommandant wartet in der Ein... Ihre das ist Technologie ja noch okay. Ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doc. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade nämlich dabei Aliens rösten. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Ah, cool. Ich darf jetzt sogar schon in dem... Ah, sehr cool. Das ist die Basis. Commander, zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Okay, es gibt dann auch noch eine Schnellauswahl. Commander? Der Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne.
Ja, Soldat anzeigen halt, ne? Rodriguez aus Argentinien. Nur ein Soldat des Delta-Trupps ist lebend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Wie Sie wissen, Commander, ist jeder Soldat anders. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf dieses Gebiet legen. Dieser Soldat wird nun zusätzlich zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Okay. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Commander, in die Forschungslabore. Das ging aber schnell Guten ins Forschungslabor. Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Also es gibt teilweise Tonprobleme irgendwie in der Demo. Xenobiologie. Projektkosten für Sektoiden. Alien-Material. Da war ja früher, Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Commander zur Einsatzleitung. Commander. Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, freuen Sie, untersuchen zu dürfen. Commander zur Einsatzleitung. Also ich werde auf jeden Fall das Original in Englisch spielen. Ich habe es ja schon vorbestellt. Bis jetzt ist auch noch nichts hier vorgefallen, wo es mir sagen würde, nee, ich will es abbestellen wieder. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Weil ich denke mir, dass die Kinderkrankheiten jetzt mit Vertonung und Lichtsynchronität, das wird sich eh durch Lokalisierungsänderungen ändern. Wird unser Projekt unterstützen. Im Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Hä? Das finde ich ja total dämlich. Also dementsprechend, welchen Schauplatz ich wähle, umso eher... Also es ist hoffentlich nur in der Demo jetzt so. Dementsprechend kann ich halt positiv oder negativ vom Land unterstützt werden. Die Truppen erwarten Sie im Hangar. Ich rette mal die USA. Aber nur, weil es Wissenschaftler gibt, nicht weil ich... Welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem Schlachtfeld von unschätzbarem Wert. Ja, normalerweise könnte ich auswählen angeblich, aber es sind alle schon ausgewählt. Und es sieht so aus, wenn man maximal 6 Leute mitnehmen kann. Rodriguez habe ich ja gerade schon verbessert. Und jetzt kommen wir ja wohl in eine sehr extrem kurze Mission rein, habe ich schon gelesen. Da fliegt erstmal meine Truppe los. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter. Es sollen ja am 14. Also es gibt ja keine selbst generierten Karten mehr, wie in den früheren XCOM-Teilen. Es sollen aber im Spiel also wohl irgendwie 4000 Karten existieren. Sehen, also um eine Wiederholung zu erreichen, wird sehr schwer sein. Ah, okay. Ich kann die Soldaten durchtappen. Gut, jetzt mach die Tür auf. Leise, damit du dem Feind nicht deine Position verrätst. Drücke V oder um die Tür im Gegensatz zur Einrennertür verrät, dass dein Gegner nicht wo du bist. Ich drück mal einfach V. Jetzt geh drinnen in Deckung. Okay, jetzt will ich einen Mann auf dem Dach des Gebäudes haben. Schau mal, ob du darauf kommst, Soldat. Du kannst dich nach oben unten bewegen, wenn du... Ah, okay. Ah, sehr cool. Das macht das Kämpfen auf jeden Fall dynamisch. Ah, da sind schon die fiesen Außerirdischen.
Und jetzt? Das ist mein Scharfschütze. Der Scharfschütze kann übrigens nur schießen oder angreifen. So, jetzt muss ich mal gucken. Okay, da kann ich Zug beenden. Den Soldat kann ich auch wenigstens direkt auswählen. So, machen wir mal Zug beenden. Gucken wir mal, wie die Aliens reagieren. Die machen listige irgendwas. Während die da oben irgendwas zu schießen. So, jetzt gucken wir erstmal, was der Scharfschütze so kann. Übrigens, die wählen lustigerweise sofort das Ziel aus. %55. Ja, aus der Hüfte. Ah, geht der andere auch down? Okay. Was ich ein bisschen vermisse, ist eine Kartenübersicht. Weil jetzt ist das hier wieder so eine enge Karte, wo ich eigentlich einfach geradeaus gehe. Der hat ja geschossen. Der hat seine Deckung verloren hier oben. Okay, mache ich den auf Feldposten? Aha, den machen wir auch mal auf Feldposten. Feldposten, das war's eigentlich. So, kein Alien kam. Dann schicken wir den mal weiter vor. Genau, geh mal runter. Warum der Heavy-Schütze eigentlich da oben war, keine Ahnung. Die Action-Cam macht echt was her. Also ist echt schön. Wenn man so eben ein bisschen Dynamik drin ist, was mich so ein bisschen stört, die Kamera ist langsam. Das könnte ich ja wahrscheinlich in den Optionen noch verändern. Da ist irgendwo eine Leiche. Gucken wir mal, ne? Ein beunruhigender Anblick, gelinde gesagt. Was ist das denn? Zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört und die Maschine anfängt.
Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. Stellen wir mal auf Feldpunkt. Abbruch. Achso, das Raketenwerfer. Hammermäßig. Da können die einfach in die Luft fliegen und irgendwo auftauchen. Schieß ihm ab! Justiere Visier! Gott sei Dank daneben. Jetzt müssen wir aber gucken, dass der hier... Zwei Schaden. Aber eine höhere Treffsicherheit. Ach, so ein Scheiß. Ich dachte, ich kann trotzdem noch einmal mit dem schießen. Da muss ich mit dem bis aus der Deckung raus. Feuer! Bam! Ausgeschaltet. Hast du abgeschmatzt. Feuer! Justiere Zielvorrichtung. Ich dachte immer, man kann zweimal feuern. Aber anscheinend habe ich mich doch getäuscht. Ich dachte zweimal feuern oder einmal gehen und feuern oder zweimal gehen. Aber der macht den jetzt platt. 72%. Schön mit der Splitter. Schön mit der Shotgun. Ich sprint jetzt mal einfach vor, weil ich's kann. Die kann ich ja mal nachladen lassen. Kann weitergehen. Aber wahrscheinlich wird die jetzt von einem Alien angeschossen. Ja, ihr müsst mal nachladen. Nachgeladen. Der Sauhund. Genau, bleib mal auf Feldposten. Du kannst ja bis nach da vorne laufen. Da habe ich auch den Scharfschützen mal in der Position. Na, hier kann man nirgendwo hoch. Ich ziehe auch mal bis ganz nach vorne. Also ein paar Animationen und so wirken irgendwie unsauber. Ich hoffe, das liegt einfach an der Demo und dass die Demo noch nicht so wirklich das Spiel zu 100% repräsentiert. Obwohl bis jetzt ist es okay. Also man spürt halt ein bisschen die Konsole. Die haben das Spiel aber vom Konzept her in die Neuzeit gebracht, aber ohne diesen ohne die Möglichkeit, das mal in einem freien Spielmodus zu sehen. Kann ich da eigentlich noch kein richtiges Fazit ziehen. Die kann auch heilen, sehe ich gerade. Und das hier, die sechs Balken, also die vielen Balken, die da oben drüber sind über meinen Leuten, das sind übrigens die Heilpunkte. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Die sind jetzt nämlich bestimmt hier im Haus drin. Da steht schon mal die mit der Shotgun am besten vorne. Irgendwo oben rauf kann ich noch nicht. Den bringe ich jetzt bis nach vorne. Hm.
Du kommst mal dahin. Dann machen wir Ende. So, Rodriguez, da machen wir die Tür auf. Du kannst erstmal warten. Das ist gefährlich. Jetzt habe ich bei der ersten Tuse hier war nämlich das Feldposten auf 3 und bei Rodriguez ist es auf 2. Also ich sehe schon, dass sich jede Menge Leute hier einfach die Fresse polieren werden. Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Ja, das sind ja die. Sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Die Fiesen. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Ja, und wie soll ich das Alien gefangen nehmen? Jetzt kann ich plötzlich mit dem Scharfschützen doch noch schießen. Ah ne, ich hatte die Pistole ja ausgewählt, glaube ich jetzt, oder? Aha, Wunden heilen, stabilisieren. Ja, gucken wir mal, ob ich den treffe. Verdammt, Hans, leb doch. Na, ich habe ihn auf jeden Fall aufmerksam auf mich gemacht. Tja, was machst du? Ach, erzähl nicht. Daneben, komm. Scheint so, als wenn Strahlenwaffen ein bisschen stärker sind als andere Waffen. Aber Rodriguez rettet nämlich jetzt den Tag. Rodriguez wird nämlich eine Rakete feuern. Adios, amigo! Haha! Ich hoffe, der Rauch sieht nicht immer so aus. Ha! Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Rodriguez hat den Tag gerettet. Ich habe das Alien natürlich jetzt nicht gefangen genommen. Aber immerhin. Ja. Hui Ling ist jetzt verwundet für 7 Tage, super, weil die einmal getroffen wurde. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Irgendwie habe ich nur 2 Sektoiden. Auf ihre Anordnung hin wir an, Commander. Labor, neues Gebäude verfügbar. Jedes Labor erhöht die Forschungsgeschwindigkeit um 20 Personen. Verbundsbonus. Panik macht sich in Asien breit. Toll. Ereignisleiste kann man erweitern, aber nicht wieder schließen. Jetzt kommen wir Einsatzleitung und jetzt wird das wahrscheinlich das Ende der Demo schon sein. Commander, es gibt eine neue Entwicklung. Es ist definitiv etwas runtergekommen. Bereits unterwegs. Kontakt am Absturzort. Ja, das kann man wohl sagen. Yeah, XCOM. Das war's schon. Damit endet die Demo und ab 12. Oktober geht's dann weiter mit Let's Play von XCOM, weil ich das Spiel natürlich schon vorbestellt habe. Die Demo hat mir jetzt nicht gezeigt, dass ich das wieder abbestellen müsste. Es hat eigentlich Spaß gemacht. Und freue mich einfach drauf. Ich hoffe, jeder, der jetzt keinen Bock hat, die 5 GB Demo zu laden, hat jetzt einen guten Einblick auch bekommen. Und wird das Spiel vielleicht auch kaufen. Und man sieht sich dann im unsinnigen Multiplayer vielleicht irgendwann mal wieder, den ich jetzt nicht so berauschend finde. Es geht eigentlich nur um das freie Spielen. Was hoffentlich im Original besser ist als jetzt hier. Ich will keine Missionen abarbeiten, wie in der Demo. Weil es ist das freie Entwickeln und Forschen, das hat der XCOM ausgemacht und die Soldaten auszubauen.
Aber das alles sieht man erst bei Release. Und bis dahin, das war's erstmal.